Immobilienverkauf gescheitert, Eigentümer am Ende. Was nun? Gleich nach dem Intro. Erst kürzlich hat mich ein Immobilieneigentümer angerufen, der wollte schnell, wirklich sehr, sehr schnell seine Immobilie verkaufen. Und er hatte bisher wohl jemand, der hat das versucht und das hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hatte. Und das Ergebnis war, sie hatten keinen finalen Käufer für das Objekt und sie hatten da einige Fehler eingebaut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert der Immobilienverkauf richtig und vor allen Dingen, wie bekommen Sie den richtigen Partner? Das heißt, ich kann Ihnen da mehrere Tipps geben und zwar zum Beispiel suchen Sie sich einen hauptberuflichen Immobilienmakler. Das heißt, einen Immobilienmakler, der den ganzen Tag nur im Immobiliengeschäft ist und das nicht irgendwie so nebenher macht. Gehen Sie lieber gleich zum Schmied als mehrfach zum Schmiedchen, weil das wird Sie zum Erfolg bringen und darauf kommt es ja auch an schlussendlich. Erreichbarkeit telefonisch und natürlich auch per E-Mail ist absolut wichtig, sehr, sehr wichtig, dass einfach der Immobilienmakler immer erreichbar ist. Zum Beispiel wir sind 24 Stunden erreichbar, je nachdem, mit wem Sie verkaufen wollen, wäre es sehr, sehr gut, dass er halt einfach auch zum Beispiel am Samstag erreichbar ist, wenn die Interessenten Zeit haben, sich eine Immobilie anzuschauen und wenn da einer anruft. Wäre es natürlich für Sie, für Ihren Erfolg von Vorteil, wenn jemand ans Telefon geht. Denn es gibt nichts Schlimmeres, dass der Immobilieneigentümer einfach einen Interessenten verliert, nur weil man einfach zu lange gewartet hat oder weil einfach der Interessent keinen telefonisch erreicht. Der nächste Punkt, ist der Immobilienmakler spezialisiert auf den Verkauf von Häusern zum Beispiel oder auch Wohnungen? Bei uns ist es da so, wir haben verschiedene Leute im Team und jeder hat einfach so sein Spezialgebiet. Ja. Und zum Beispiel auch für Gewerbe gibt es bei uns auch Profis, die einfach wirklich sich im gewerblichen Bereich sehr, sehr gut auskennen und da auch Kontakt zu Betrieben haben, die da auch wirklich sehr, sehr gut in Frage kommen und einfach wissen, wie funktioniert das. Ja. Kennt der Immobilienmakler den Ort und kennt er die Region? Das heißt, es macht Sinn, dass Sie einen Immobilienmakler beauftragen, der in Ihrer Region unterwegs ist und da natürlich auch eine Firma hat. Ich sehe immer wieder Immobilienanzeigen von Immobilienunternehmen, die aus großer Entfernung eine Immobilie online stellen. Und da ist es natürlich einfach so, man kann den Leuten nicht schnell genug einen Besichtigungstermin anbieten, häufig. Und von dem her macht es Sinn, dass Sie einen nehmen, der bei Ihnen aus der Nähe kommt und sich einfach mit den regionalen Gegebenheiten auskennt. Ja? Hat der Immobilienmakler Referenzen? Bei uns finden Sie zum Beispiel diverse Referenzen auf der Homepage. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, dass Sie da direkt einfach schauen können, macht der sowas erst seit gestern oder macht der das schon ein paar Jahre, hat der einfach diverse Jahre an Erfahrung, das hilft Ihnen auf jeden Fall sehr, da erfolgreich zu Ihrem Verkauf zu kommen. Ja. Hat der Immobilienmakler eine professionelle Internetseite mit detaillierten Informationen rund um den Verkauf? Das haben auch in der Regel alle seriösen Immobilienmakler sind im Internet sehr professionell auch vertreten und da macht es Sinn, einfach sich auch an einen professionellen Immobilienmakler zu wenden, der sowas auch wirklich als Hauptgeschäft betreibt. Ja. Hat der Immobilienmakler zum Beispiel Kooperationen mit anderen Maklern? Haben wir, ja, je nachdem, wir sagen jetzt natürlich nicht genau mit wem, aber das macht natürlich einfach Sinn, da sich zusammenzuschließen. Ja. Hat der Immobilienmakler langjährige Erfahrung? Ja, gibt es bei uns, haben wir. Wir haben wirklich Profis am Werk, die einfach auch langjährige Erfahrung haben und sich mit ihrer Immobilie sehr gut auskennen. Ja. Und ist er bekannt, der Immobilienmakler?
Und hat er halt auch dementsprechend ein Büro. Das sind so die wichtigsten Tipps. Halt! Oh, jetzt bin ich fast schon zu weit gefahren. Und zwar, ich wollte noch kurz was sagen. Und zwar, abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie im Zweifel auch mal den Gefällt mir-Button. Und zwar, wo ist der? Und zwar, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier gerade mobile das anschauen, ich muss mal gucken, wo ist denn mein Handy? Ja, genau. Und zwar dann vom Querformat drehen Sie einmal das ins Hochformat. Und hier unten gibt es den Gefällt mir-Button oder den Daumen nach oben. Den klicken Sie bitte einmal. Und dann können Sie natürlich auch direkt hier im Video hier oben den Abonnieren-Button klicken. Und dann verpassen Sie kein weiteres spannendes Video mehr von uns zum Thema Immobilien, kaufen, verkaufen, mieten und vermieten. Und dann bleiben Sie immer auf dem aktuellsten Stand. Also liken, Daumen nach oben klicken und abonnieren.